Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu eurem Monatsreading für September 2024 hier bei Löwenherz Lennemore, euer Geburtstagsmonat. Ich wünsche euch alles Gute zu eurem Geburtstag. Möge alles das, was ihr euch wünscht, auch in Erfüllung gehen. Und wir schauen jetzt erst einmal mit den Lennemore-Karten, wie die Tendenzen für euch da sind im Monat September. Einmal für die Jungfrauen im September. In euren Gedanken, was geht euch da im Kopf erst einmal herum? Was schlummert da im Unterbewusstsein? Fische, die Lilien und die Schlange haben wir hier. Die ersten drei Karten. Wir machen gleich weiter, was euch im September, wo ihr euch real mit auseinandersetzen müsst. Was ist Thema? Eine Geduldskarte als Hauptthemenkarte, eine Zeitkarte. Es geht hier darum, in eine Angelegenheit Stabilität zu bekommen. Ihr braucht hierzu Geduld, weil wir hier die Hauptthemenkarte haben, wir hier die Zeitkarte. Es dauert noch unter den Lilien. Es geht hier um Harmonie wiederherstellen. Es geht hier darum, dass ihr einen Plan im Kopf schon habt, wie ihr das machen könnt. Es handelt sich hierbei um eine seelische Verbindung, die ihr zu jemandem habt, weil wir hier zwei Seelenpartnerkarten haben, einmal der Bär und einmal der Fisch. Und ihr möchtet hier in eine gewisse Angelegenheit, wahrscheinlich zu einem ganz bestimmten Menschen, wieder Stabilität bekommen, eine Sicherheit, eine Festigkeit, eine Verlässlichkeit. Und da klären wir mit den Tarotkarten drauf, was es dazu noch zu sagen gibt. Geduld ist im September angesagt. Da haben wir der Waage, eine Krebskarte und die zwei der Münzen. Ja, wie ich hier schon sagte, mit der Schlange, es geht um einen Plan, es geht auch um Langfristigkeit, es soll aber erfolgreich sein. Der Wagen ist eine Erfolgskarte, ja. Der Wagen ist, man nimmt die Zügel in die Hand und geht in eine bestimmte Richtung mit großen Schritten und das habt ihr hier auch vor. Vielleicht ist das auch hier physisch zu sehen, dass ihr einen Ortswechsel vornimmt oder dass ihr zu einer Person wirklich hingeht, die vielleicht etwas weiter von euch entfernt ist. Eine Entscheidungskarte mit den zwei der Münzen. Ich gehe davon aus, diese Person kennt ihr schon. Die hat in eurem Leben schon eine Rolle gespielt, weil jemand kommt hier zurück, ich sehe das aber, dass ihr auf diesen Menschen wieder zugehen möchtet. Also der Plan ist da, dass ihr zu jemandem wieder Kontakt aufnehmen wollt, der euch sehr seelisch verbunden ist. Da lege ich noch weitere Tarotkarten. Upsala. Okay, die zwei sollten es sein. Da haben wir einmal 10 der Schwerter und der Turm. Ja, totgeglaubte leben länger, so würde ich das hier mal betiteln, mit jemandem, wo es schon wirklich aus und vorbei war. Da passiert nichts mehr. 10 der Schwerter, das ist wirklich vorbei, empty over, Spiel ist aus und der Turm, es passiert hier was von außen, der Turm ist immer eine Energie, auch die von außen kommt, die euch dazu bewegt, nochmal hier in Aktion zu treten und damit hat hier niemand gerechnet, wahrscheinlich am wenigsten du. Der Turm ist immer was sehr, sehr Plötzliches, aber auch was sehr Monumentales, was hier passiert und aufgrund dieser
äußeren Einflüsse werdet ihr eine Entscheidung treffen, wieder auf jemanden zuzugehen, aber auch mit einer Entschlossenheit und aber auch mit dem Gefühl, mit dem Blick, das wird erfolgreich sein, weil der Wagen ist die Erfolgskarte. Wir schauen mal weiter. Geht es hier weiter? Für die Jungfrauen. In ihrem Geburtstagsmonat. Buchen und der Fuchs. Da lege ich gleich Tarotkarten drauf. Und zwar nämlich hier aus diesem Deck. Da habe ich hier so ein Gefühl, dass ich das nehmen sollte. Bitte auf die Routen einmal eine Tarotkarte. Das sind nur zu viele. Eine hier auf die Routen. Ritter der Münzen. Eine auf den Fuchs. Okay, jetzt wird die Situation für mich schon etwas klarer. Da haben wir den Eremiten, eure Karte. Das wollte ich klären. Vor allen Dingen der Fuchs hier. Weil ich glaube, das bestätigt mir die Karte hier, dass ihr nicht misstrauisch seid oder dass da keine Falschheit im Spiel ist, sondern dass der Fuchs hier für Klugheit steht, für ein kluges Vorhaben, weil wir haben hier auch den Plan, den ihr habt, die Erfolgskarte. Der Herrscher haben wir jetzt, okay. Ihr seid entschlossen, auf jeden Fall, und ihr geht hier sehr klug vor und mit Geduld. Darauf wollte ich aus und aus. Der Ritter der Münzen, der hat den Plan, ja. Der hat den Plan, den ihr hier ausbrütet und lässt sich auch die Zeit dafür und die Routen hier geklärt. Es geht hier nicht um Streit, es geht nicht um Diskussion, es geht hier darum, dass ihr auch euch auch beraten lässt. Ihr holt euch hier einen Rat ein, vielleicht von einem Freund, vielleicht von irgendjemand, der kompetent ist, ja. Kompetent sage ich, weil wir den Fuchs hier auch haben. Es geht um einen klugen Ratschlag, wie gehe ich hier vor? Und das klügelt ihr euch im September hier aus. Der Herrscher. Ist Steinbock Widder-Energie. Der geht ja seinen Weg. Ja, der hat das Ziel und guckt weder links noch rechts. Also der ist sehr, sehr entschlossen. Sehr erfolgsorientiert. Was mir hier reinkommt, auch in Kombination mit dem Wagen hier, diese Entschlossenheit, die ihr habt. Also ihr überlasst hier auch überhaupt nichts den Zufall. Ihr habt dieses Ziel und da wollt ihr hin. Ich nehme noch von den Großen hier eine Karte. Ob die Tarotkarten noch etwas dazu beitragen können, auf die Situation. Haben wir zwei der Schwerter. Das ist auch eine Entscheidungskarte. Man versucht hier, wie auch der Herrscher letztendlich, die Emotionen rauszunehmen. Also ihr wollt hier etwas mit Bestand schaffen. Also es ist wirklich sehr unemotional, geht ihr daran. Also sehr entschlossen und sehr unemotional. Und man versucht hier, du versuchst hier aus dem Verstand einen Weg zu finden. Dann haben wir das Gericht, das den nenne ich ja oft den inneren Weckruf auch, also jetzt oder nie, letzte Chance, letzte Möglichkeit, letzter Versuch, so würde ich diese Karte
betiteln, auch hier was klarzustellen, vielleicht nochmal, wie es wirklich war. Also die ist sehr wuchtig, die Karte, auch wie der Turm geht der hier im September vor. Es geht um eine Entscheidung und die Entscheidung werdet ihr treffen. Wir haben zwei Entscheidungskarten und ihr geht die Sache sehr logisch an, sehr rationell, aber auch sehr erfolgsorientiert und sehr klug. Und jetzt nehme ich mein Deck und jetzt suche ich das mal kurz. Was habe ich hier? Was sagt das Orakel noch dazu? Was gibt es da noch Unterstützendes zu sagen vom Universum? Wir haben hier, ist gefallen, Geheimnisse des Mondes, Offenheit. Ich denke, hier war noch einiges nicht klar. Krebs ist übrigens auch, ne? Das ist der Mond, gehört dazu. Hier war noch nicht einiges klar, nicht alles gesagt und du entschließt dich hier jetzt offen, die Karte noch auf den Tisch zu legen. Vielleicht gab es auch noch ein paar Sachen, die du jetzt loswerden möchtest. Das wirst du im September tun, du wirst es zumindest planen, weil wir haben hier viele Geduldskarten. Die Saat ist gesetzt im September in deinem Geburtstagsmonat, dass du hier sehr entschlossen bist, sehr geerdet bist und du bist Jungfrau, du bist sehr analytisch, du überstürzt nichts, ja. Wenn du planst, ist sehr detailgenau und wir haben ja auch den Eremiten hier liegen, deine Karte. Du überlässt dann nichts dem Zufall und der Plan ist eben auch hier etwas klarzustellen, etwas zu offenbaren, vielleicht auch, was noch nicht gesagt wurde, was noch nicht klar war. Wenn du wissen möchtest, wie dein Gegenüber denkt, was der denkt, wie der fühlt, dann verlinke ich dir das Fortsetzungsreading hier an. Klickst darauf, dann wirst du da weitergeleitet. Ansonsten private Legung und astrologische Beratungen. Schreib mich gerne an, gebe meine Website oder schreib mich an. Im Moment sind wieder die Videoberatungen sehr beliebt bei euch. Da stellt ihr mir eure Fragen und ich schicke euch dazu ein Video. Ja, die Daten verlinke ich hier unter dem Video und ansonsten sage ich, mach's gut, euer Löwenherz.